Christi Himmelfahrt, das bedeutet Jahresfest in Rummelsberg. Bei strahlendem Sonnenschein nutzten vor allem Familien mit Kindern die vielen Angebote auf dem Gelände. Los ging es mit einem Gottesdienst im Festzelt. Von ihren persönlichen himmlischen Momenten erzählten hier Mitarbeitende wie Diakon Gerhard Lechner und Laura Höfling. Und da habe ich ein bisschen Gerechtigkeit gesehen in unserer oft festgefahrenen und ungerechten Welt, eben ein Stückchen Himmel. Rektor Dr. Günther Breitenbach erinnerte an einen jungen Mann, der 1945 für eine Ausbildung nach Rummelsberg kam. Ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus einem Heim im Osten. Vater unbekannt, Mutter vermisst. Zum anschließenden Empfang im Tagungszentrum kamen viele Gäste aus Politik, Wirtschaft und sozialem Bereich. Rektor Breitenbach berichtete ihnen von der guten Entwicklung der Rummelsberger in den vergangenen Jahren. Draußen gab die Samba-Band Vincivi überall auf dem Gelände kurze Auftritte. Im Handwerkerhof rockte Mike Müllerbauer die Bühne. Hier hatten vor allem die Kinder ihren Spaß. Wir singen für unser Gott.